Vers 57. Nachdem der höchste Herr, Sri Krishna, diese Hymnen, die die Essenz der Wahrheit sind, vernommen hatte, sagte er zu Brahma: Mein lieber Brahma, wenn du die Neigung verspürst, Nachkommen zu zeugen, nachdem du jetzt mit dem wahren Wissen über die Herrlichkeit Gottes gesegnet worden bist, so höre von mir die in den folgenden 5 Versen dargelegte Wissenschaft. Erläuterung: Der höchste Herr war erfreut, als Brahma, angespornt von dem Wunsch, die materielle Welt zu erschaffen, voller Erwartung die Namen Krishna und Govinda chantete, welche die Gestalt des Herrn, seine Eigenschaften und seine Spiele zum Ausdruck bringen. Krishna erklärte Brahma dann, wie reine, unverfälschte Hingabe von Seelen praktiziert werden kann, die weltlichen Pflichten nachgehen. Indem sie diese nämlich mit dem Wunsch verbinden, die Weisungen des höchsten Herrn zu erfüllen. Er sagte: Absolutes Wissen ist Wissen über die Herrlichkeit Gottes. Wenn du ausgestattet mit solchem Wissen Nachkommen zeugen willst, so höre mir aufmerksam zu, wie ich in den folgenden 5 Versen die Wissenschaft der Hingabe beschreibe. Als nächstes wird beschrieben, wie man Bhakti praktizieren kann, indem man weltliche Pflichten im Einklang mit den Anordnungen des höchsten Herrn erfüllt.